Du musst vielleicht gerade noch Formeln lernen, Einheiten umstellen, dich für Physik, fürs Physikum vorbereiten oder einfach noch in deinem Medizinstudium dich auf die Klausur eben zum Thema Physik vorbereiten. Dann bleib dran, dann ist auf jeden Fall dieses Video das Richtige für dich. Hi, hier ist wieder der Fabi von Happy Hippocampus, heute mit ein bisschen einem anderen Video, und zwar einem Reaction-Video. Wir werden auf ein Video vom Physikcoach Robert reagieren zum Thema Einheiten. Wie kann man Einheiten umrechnen? Gerade wenn du eben Physik hast und dir da noch schwer tust, ist es ein enorm wichtiges Thema. Wer Physikcoach Robert noch nicht kennt, schaut gerne mal auf seinen Kanal. Der macht super Videos zum Thema Physik, ist selbst Physiker, hat sich darauf spezialisiert, dich auf Physikklausur und eben aufs Physikum und da eben das Thema Physik, dich darauf vorzubereiten. Egal welche Themen, gefühlt hat er schon alle relevanten und prüfungsrelevanten Themen irgendwie auf seinem YouTube-Kanal oder in seiner Formelsammlung oder auf seiner Lernplattform. Also schau auf jeden Fall bei ihm gerne mal vorbei. Ist ein richtig cooler Typ, hat richtig coole Videos, die echt dir helfen werden, gerade wenn du vielleicht noch Angst hast oder Fragen zu den einzelnen Themen oder Themengebieten aus der Physik, dann wirst du da sicherlich Hilfe finden. Aber los mit dem Video, falls du noch andere Themenvorschläge hast, andere Kanäle, andere Videos, wo du sagst, boah, das wäre cool, wenn ich da mal drauf reagiere und so ein Video mache, schreib es mir gerne in die Kommentare, gib am Ende gerne auch Feedback, wie dir das Format gefallen hat, ob ich das öfters machen soll und wie gesagt, welche Themen du da spannend fändest oder welche Personen, welche Kanäle. Jetzt aber, let's go! Willkommen zu einem neuen Video. In dem Video geht es um Einheiten umrechnen für Dummies. Das heißt, wenn du da noch nicht ganz so sicher bist, dann ist das Video optimal für dich. Heute Teil 1. Schauen wir uns an 4 einfachen Aufgaben an. Viel Spaß! Intro finde ich schon immer richtig cool gemacht. So, dann erkläre ich dir jetzt mal ganz ausführlich, Schritt für Schritt, damit du das auch schön nachvollziehen kannst und auf komplexere, schwierigere Aufgaben anwenden kannst. Weil das natürlich immer Voraussetzung ist in den Klausuren, dass man erstmal die Einheiten umrechnet. Vielleicht noch vorab kleine Anmerkung. Ich fand es damals echt hilfreich, mich mit den Einheiten und so weiter mal auseinanderzusetzen, denn oft sind die Einheiten schon ein ganz guter Hinweis, falls du zum Beispiel die Formel nicht mehr genau weißt, ob es jetzt eine Division war, eine Multiplikation und so weiter und wie hier in dem Fall Kilogramm durch Kubikmeter, du weißt schon mal, okay, es muss irgendeine Division gewesen sein oder muss sich um eine Division handeln, um jetzt zum Beispiel diesen Wert auszurechnen. Und das als Tipp schon mal vorweg, wenn du zum Beispiel im Physikum sitzt und Aufgaben vor dir hast und dann nur die Lösungen, die 5 Lösungen vorgegebenen siehst, dass du dann sagst, wenn du die Formel nicht mehr weißt, okay, ich gucke mir die Einheiten an und mit Hilfe der Einheiten kannst du dann zum Teil auch wieder rückschließen, wie eigentlich die Formel die ursprüngliche lauten muss, um dann vielleicht die Aufgabe den Punkt zu holen. Genau. Berechnen muss. Also da musst du auf jeden Fall drauf achten und das musst du auch beherrschen. Weil immer in den Aufgabenstellungen ist die Einheit natürlich nicht direkt in SI-Einheit gegeben, sondern du musst erstmal umrechnen und darfst das dann erst einsetzen in die Formeln. Dann ganz kurz zum Thema SI-Einheiten. Zur Wiederholung, weil Robert spricht es jetzt, denke ich, im Verlauf, glaube ich, wahrscheinlich nicht mehr an. Zur Wiederholung, was sind die SI-Einheiten? Ist auch immer ganz wichtig, damit du auch mit diesen rechnest. Meistens sind dann die Angaben doch ein bisschen umgewandelt oder du musst erst in SI-Einheiten umwandeln, was meistens oder oft sinnvoll ist. SI-Einheiten, zum Beispiel das Gewicht in Kilogramm, die Länge in Meter, Zeit in Sekunden, die Lichtstärke in Candela, Stoffmenge in Mol, habe ich noch eins vergessen, Temperatur in Kelvin. Genau, falls ihr eins vergessen habt, schreibt es gerne als Ergänzung in die Kommentare. Aber nur zur kleinen Auffrischung. Ganz oft kommt es auch vor, dass man die Einheit am Ende nochmal umrechnen muss. Also guckst du am besten schon mal ins Ergebnis. Wenn es Single Joyce ist, dann hast du ja 5 Auswahlmöglichkeiten. Also guckst du schon mal ins Ergebnis, was da für Einheiten stehen, damit du dann schon weißt, in was du umrechnen musst. So, und hier ist es jetzt schon angegeben. Also hier steht jetzt 1 Kilogramm pro Kubikmeter in Gramm pro Liter. So, und um das optimal ausrechnen zu können, ist es am besten, wenn man sich hier ganz einfach erstmal 1 Kilogramm und 1 Kubikmeter hinschreibt. So, das ändert ja gar nichts, ne? Das kann man machen, nur eine 1 hingeschrieben. So, und jetzt gucken wir, was ist denn die Zieleinheit? Also wir wollen Gramm pro Liter haben. Also schauen wir, Kilogramm ist Präfix Kilo, 10 hoch 3. Also egal ob Nano, Kilo, Atto, Femto, Giga, sonstiges. Also hier kann man sich ein... Das kann ich dir auch empfehlen, dass wenn du
ja, mit den Einheiten noch nicht so vertraut bist oder das, was Robert gerade angesprochen hat, mit den ganzen Silben, was 10 hoch 3, 10 hoch 6, 10 hoch 9 ist, wie da die Abkürzungen sind, dann schau dir das auf jeden Fall an, weil gerade wenn du dann, oder es ist immer ärgerlich, wenn du dich dann irgendwie um eine Potenz hoch 3 oder so verrechnet hast, weil du eben die Einheiten falsch umgerechnet hast. Und klar, bei Kilogramm ist es irgendwie, oder bei Kilo mit eben 10 hoch 3 und so weiter, ist es irgendwie noch logisch, aber bei manchen ja, Einheiten ist es dann nicht mehr so intuitiv oder kann man sich nicht mehr so herleiten. Deswegen kann ich dir empfehlen, sich da auch mal, ja, genauer nochmal mit zu beschäftigen und sich das einzuprägen, welche Potenzen, welche Vorsilben und so weiter ja entsprechen. Mal dazwischen denken, also einmal 10 hoch 3 mal Gramm. Das wäre 10 hoch 3 Gramm, also 1000 Gramm. So, und jetzt müssen wir noch wissen, ein Würfel, also ein Kubikmeter, das sind 1000 Liter. Also haben wir hier 1000 Liter, dann kürzt sich 1000 und 1000 weg und dann sehen wir, ein Kilogramm pro Kubikmeter entspricht genau 1 Gramm pro Liter. Das wäre die erste Aufgabe. So, und jetzt Vielleicht ganz kurz noch dazu. Gerade mit der Umrechnung, da habe ich mir manchmal auch schwer getan, gerade wenn man noch nicht so drinnen ist, mit Kubikmeter, Meter hoch 3 und so weiter. Wie viele Nullen sind das jetzt? Auch das in Umrechnen, eben wie es ja hier der Fall ist, in Liter. Entweder, und das kann ich dir auch empfehlen, wenn du zum Beispiel mit Formeln lernst und dir Formeln einprägen willst, dass du dir dafür eine kleine Geschichte mit Bildern und so weiter machst. In dem Fall zum Beispiel Kubikmeter, Kubik, also M hoch 3, könntest du dir für die 3 in 3-Zack vorstellen, wie du in den Kubikmeter Wasser reinstichst und das ganze Wasser fließt raus und es rollen außerdem 3 Eier raus und die Eier oder ein Ei steht für 0, 3 Eier, kannst du dir merken, okay, es waren ja 3 Eier, die rausgerollt sind, also muss es 1000 sein, die Umrechnung von Kubikmeter in Liter. Und so kannst du dir mit kleinen Geschichten ja da ganz gut ja behelfen und die Zahlen zum Beispiel mit hoch 3 oder in Potenzen kannst du auch einfach in, ja, Ziffern umwandeln oder in Bilder, die Ziffern in Bilder umwandeln. Da findest du auch oben, kann ich dir mal ein Video dazu verlinken. Zahl-Bild-System nennt sich das und das kannst du auch in Formeln oder eben, wenn es um Potenzen geht, ganz gut mit einbauen und dann dir diese Bilder für diese Zahlen in deinen Formeln zum Beispiel auch mit einbauen und dir dann so Formeln und Potenzen und so weiter ganz gut ja, merken. jetzt wollen wir umrechnen, 36 Kubikmeter pro Stunde in Liter pro Sekunde. So, und da machen wir das genauso. Also schreiben wir erstmal hin, einmal Kubikmeter, dann eine Stunde. So, 36, lassen wir vorne erstmal stehen. So, und jetzt müssen wir Kubikmeter in Liter, wissen wir jetzt schon, ne? Das sind 1000. So, eine Stunde in Sekunde, müssen wir gucken, eine Stunde, 60 Minuten, 60 Sekunden, 60 mal 60. Also 3600. Da vielleicht auch, ich habe es oft so gemacht, wirklich jeden Schritt hinzurechnen, vielleicht dann nochmal einen Schritt mehr einbauen. Ich hatte es immer lieber, wenn man wirklich den Schritt, was Robert jetzt ein bisschen übersprungen hat, auch nochmal explizit hinzuschreiben. Das kostet ja keine Zeit, aber man macht da nicht nochmal Fehler, wirklich hinzurechnen, 60 mal 60 mal 60 oder 60 mal 60. Genau, weil das hat mir dann geholfen, Fehler zu vermeiden, gerade wenn man aufgeregt ist in der Prüfung im Physikum, dass man auch so kleinere Schritte dann einfach irgendwie auf dem Schmierzettel noch hinschreibt, dass da sich dadurch keine ja, Fehler dann ja, einschleichen. 600. So, und jetzt müssen wir teilen. 1000 durch 3600 ist das hier. 1000, 1000, also haben wir hier 3,6. 3,6, was hier übrig bleibt. Also haben wir 36 mal 1 durch 3,6 im Prinzip. Liter pro Sekunde. Liter pro Sekunde. Und 36 durch 3,6, das sind 10 Liter pro Sekunde. So, haben wir Aufgabe 2. So, dann geht es weiter zum dritten. Das kommt nämlich auch häufig vor und es ist viel, viel leichter, wenn man sich das ein bisschen umschreibt. Ein Millimeter Kubik, so und dieses Kubik hoch 3 oder wenn es ein Quadrat wäre, Quadrat, bezieht sich auf alles, ne? Millimeter, also das ist ja Milli mal Millimeter mal Millimeter, deswegen dreimal. Also das ist hier ist eigentlich ein bisschen irreführend, die Schreibweise, also so ist viel besser. So, und dann musst du nämlich nur wissen, mach mal wieder in Klammern, Milli mal Meter steht hier. Milli, Einheitenvorsatz, das musst du natürlich wissen oder steht auf der Formelsammlung 10 hoch minus 3.
Apropos Formelsammlung, ich glaube, der Robert hat sogar eine Formelsammlung extra für Medizinstudierende, also schau da auch gerne mal vorbei, ist glaube ich auch mega hilfreich. Damals, ich habe mir die selbst irgendwie rausgeschrieben, zusammengeschrieben und dann gelernt, da ist so eine Zusammenfassung dann von einem Profi, sage ich mal, ja, echt nicht schlecht, aber ich weiß gar nicht genau, ob es die aktuell noch gibt, aber schaut einfach mal bei ihm vorbei. Also hast du 10 hoch minus 3, Meter hoch 3. Jetzt musst du dich wieder zurückerinnern, Potenzgesetze. Die 3, hier ist ein Mal dazwischen, bezieht sich einmal auf diesen Exponenten und auf diesen hier. Also hier kann man sich eine 1 denken. Die 1 vorne bleibt einfach stehen. Dann haben wir, das wird einfach mal gerechnet. Minus 9 und Meter hoch 3. Also haben wir dann 10 hoch minus 9 wäre das. So, dann das letzte. Vielleicht zu den Potenzgesetzen. Ist auch, finde ich, echt ein wichtiges Thema, weil das ja immer wieder vorkommt in verschiedenen Formeln bei Berechnungen oder in so einem Fall, wo man nur die Einheiten umrechnen muss. Schau dir die an, wiederhol die nochmal, frisch dir die oder frisch die auf, weil die können dir echt auch Punkte liefern und du vermeidest unnötige ja, Fehler, die einfach vermeidbar gewesen wären, wenn du einfach diese Potenzgesetze einfach mal auffrischst und wieder kannst und drauf hast. Da haben wir Gramm pro Milliliter in Kilogramm pro Kubikmeter, auch sehr häufig. Masse pro Volumen, also eine Dichte, die wir hier haben. Und hier haben wir Volumen pro Zeit, ne? Also das ist ein Volumenstrom, den wir hier haben. Das ist normal ein Volumen. Und hier haben wir auch Dichte. Also das sind schon Sachen, die sehr, sehr häufig bei euch drankommen werden. So, und jetzt machen wir wieder dasselbe. Also wir schreiben erstmal wieder eine 1 hin. 1 Gramm und 1 Milliliter. So, und jetzt wollen wir Gramm in Kilogramm haben. So ein Gramm ist ja in Kilogramm. Wir wissen, ein Kilogramm sind 1000 Gramm. Also ist ein Gramm in Kilogramm ein Tausendstel oder 10 hoch minus 3 Kilogramm. So, und dann Milli. Hier steht einmal Milli mal Liter. Also muss man sich immer schön mit einem Mal dazwischen denken, dann ist das viel leichter. Also einmal 10 hoch minus 3 mal Liter. Dann kürzt sich 10 hoch minus 3 schon mal raus. So, und jetzt müssen wir nur noch Liter umrechnen in Kubikmeter. Das wissen wir. Wir haben Kilogramm haben wir jetzt. Die 1, ja, die lassen wir hier vorne mal stehen. Also hier haben wir jetzt ein Kilogramm schon. So ein Liter in Kubikmeter. Das sind 10 hoch minus 3 Kubikmeter, also genau umgedreht, ne? So, und jetzt wieder Potenzgesetz. Die Potenz ist negativ, also der Exponent ist negativ und jetzt ziehen wir den nach oben und dann wird der positiv. Also haben wir 10 hoch 3 Kilogramm pro Kubikmeter. Also anstatt 10 hoch 3 könntest du jetzt einfach auch 1000 schreiben. Und somit haben wir 1 Gramm pro Milliliter ist gleich 1000 Kilogramm pro Kubikmeter. Ich hoffe, das Video hat dir gefallen. Guck gern Teil 2 an, wenn du hierzu noch mehr lernen möchtest. Sag auch du gern Bescheid in den Kommentaren, ob wir auch noch aufs zweite Video reagieren sollen oder auf andere ja, Themen oder auch ganz andere Physik oder physikalische Themen vom Robert. Ich finde es auf jeden Fall echt immer mega gut erklärt, auch ja sehr locker und ja, also schaut gerne mal vorbei. Den Link findet ihr eben dann auf seinem Kanal auch unten. Wenn dir das Video gefallen hat, du noch kein Abo dagelassen hast und trotzdem meine Videos konsumierst, würde ich mich natürlich über ein Abo freuen und ein Like, wenn du es super geil fandst, das Video. Wenn du Anregungen hast oder irgendwelche Themenwünsche, dann schreib das gerne in die Kommentare. Ja, ich hoffe, dir hat das Video gefallen, diese Reaction. Gib dem Video gerne einen Daumen nach oben da, wenn du sagst, boah, du konntest was lernen, das war ganz hilfreich, auch wenn dir das Format an sich gefallen hat. Wie gesagt, schreib auch gerne Kanäle, gerne auch die konkreten Links unten in die Kommentare, auf die ich mal reagieren soll. Ansonsten das Video, wo wir gerade angeschaut haben, das findest du auch unten verlinkt, auch den Kanal zum Physikcoach Robert. Lasst ihm gerne auch liebe Grüße von mir da, wenn ihr bei ihm vorbeischaut oder gerne auch seinen YouTube-Kanal dann abonniert. Und in diesem Sinne wünsche ich dir viel Spaß beim Einheiten umrechnen und beim Physik lernen und rechnen. Und wir sehen uns im nächsten Video. Mach's gut, ciao.